Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, herzlich willkommen zurück nach langer Zeit zu einem Mario Wonders Part zusammen mit dem Sunny. Ich habe ihn endlich vor die Kamera gefesselt bekommen. Ich hoffe, dass ihr alle eine schöne Weihnachtszeit gehabt und ich hoffe, dass alle ins gute neue Jahr gekommen sind. Ja. Also, ich will mich nochmal offiziell für die letzten zwei Folgen entschuldigen. Da gab es ja, wie gesagt, den Hintergrundsound nicht richtig. Ich habe mir extra den Stress angetan, alle Sounds nochmal auszunehmen. Ich habe auch vor dieser Aufnahme nochmal getestet. Also, eigentlich sollte der Sound da sein. Wenn er wieder später nicht da ist, dann reg ich mich dann nochmal auf. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben Abzeichentest und... Ja? Ich habe gerade bei OBS so einen komischen... Ich weiß, worauf du ansprichst. Danke. Weil das stört schon sehr. Alles klar. So, wir haben einen Abzeichentest und das Wegrennen vor uns. Ich habe übrigens alle restlichen Früchte, diese komischen Samen, nochmal aufgesammelt, ne? Und von dem vorherigen Level. Okay. Damit wir die nicht nochmal machen müssen. Ja, welches von den beiden wir zuerst machen? Ich glaube, welches von beiden zuerst ist ja eigentlich relativ egal. Ich habe auch einen Abzeichentest. Die Abzeichen haben Bock gemacht. Ja, dann egal. Ich will mich nochmal entschuldigen, dass es so lange das jetzt nicht gab, aber es gab halt technische Probleme zum einen. Und Sunny hat nicht immer Zeit gehabt. So, der Delfin-Kick. Oh, Pilze. Und da fängt es schon wieder an. Oh Gott, das ist... Gönn dir die Flagge, dann wirst du wenigstens groß. Was war das denn? Okay, durchsprinten, 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 durchsprinten. Nein, 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 nein. Gib Gas! Gib Gas, Brudi! Warte. Jetzt. Oh, hier ist ein Zwischenraum. Bei der einen Münze, bestimmt da oben. Ich wusste es! Oh Gott, deswegen. Da will man eine Abkürzung nehmen. Geld. Fühlst du dich bereit? Der hat gesagt, ruh dich aus, bis du bereit bist. Oh Gott, ich will ihn! Ich könnte mir vorstellen, dass da unten eine Münze ist. Ja, hätten wir einen Pilz. Wir brauchen einen Pilz. Na, wie ist es so im gequetschten Lande? Ich glaube, wir müssen nochmal hier rein, wenn wir jetzt nicht hier irgendwo einen Pilz finden. Warte. Ansonsten könnten wir uns auch zerquetschen lassen. Dann kämen wir wieder da hinten raus und kommen eventuell nochmal an einen Pilz. Hopp. Ich warte extra, bis das Ding wieder weg ist. Wollen wir die obere... Ich würde die obere nehmen. Das ist eine gemütliche Ecke. Meine Mütze. Meine auch. Ja, die obere Mütze. Abs. Ich habe die Jump-Taste verfehlt. Ich habe sogar die Flaggen nochmal nachgeholt, ne? Nein. Die Flaggen gingen schneller als die Samen. Also, bei diesem einem Special-Level. Und jetzt haben wir... jetzt haben wir ein schönes Rennen vor uns, Sunny. Das war deiner. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Müssen wir sowieso hier. Wahrscheinlich. Als nächstes zu Land und zu Wasser.
ein Riddler. Und das letzte war richtig spannend. Ja, wir wissen, wie man rennt. Oh. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe aber eigentlich gerechnet, dass wir beide einen kriegen dürfen. Okay, wir wollen wahrscheinlich das Wasser vermeiden. Oder auch nicht. Zumindest. Zumindest die Mini-Pfützen. Guck mal, sie feuern uns an. Auf, Bruder! Ah, zum Glück ist Wiggler nicht besonders schnell. Warum hat Wiggler da eine Runde gedreht? Hilft uns! Ach guck mal, der kommt auch mal an. Danke für die den Samen. Solange nicht geschwindig, halt das für eine Frucht. Geschafft, wir waren schneller als Wiggler und haben sogar noch den Wundersamen bekommen. Es ist unglaublich, wie schnell sich dieser Wiggler bewegen kann, an Land und sogar zu Wasser. Wiggler hat's echt drauf. Ich wusste nicht mal, dass Wiggler schwimmen kann. Dito. Also man hat ihn bisher ja auch nur an Land gesehen. Gleich Wetterfront mit Sturzregen. Das sieht lustig aus. Ja. Ich erwarte Blitze. Guck mal, da ist die Schildkröte. Die neue. Oh, die ist runtergefallen. Komm hier, ich will dich platt machen. A gedrückt halten war, dass du dir den Pilz rausholst. Whee! Yay! Ich brauche noch einen Moment. Ach, nur Münzen. Okay, wie kommen wir da runter? Ja, wahrscheinlich von dort aus. Als ich glaube, der Elefant kommt doch generell dagegen an, oder? Nee, es ist nicht am Abzeichen, okay. Auch gerade so hoch geschafft. Wir werden bestimmt nichts übersehen. Wir doch nicht. Oh, guck mal, diesmal ist ein Elefant für dich mit drin. Oh Gott, das Ding bewegt sich. Ich vermute hier unten was. Ja, genau das. Oben drüber? Ja, guck mal, hier ist doch noch mal eine Röhre. Ich bin hier nicht reingesprungen. Brauch Wasser. Danke. Perfekt.
Da ist eine Flagge für dich. Sollen wir nochmal zurück, eben kurz wegen der einen Röhre? Ja. Nicht, dass da jetzt auf einmal die Münze drin war. Ja, sicher ist sicher, ne? Ja. Ey, lässt mich einfach zurück. Krass. Nee, war die schlaue Entscheidung. War eine schlaue Entscheidung. Oh, guck mal, es hat die Form eines Herz. Nee, gleich. Au. Ich war zu gierig. Zum Glück haben wir so viele Leben. Mal oben drauf was? Ah ja, da war das Wunderding. Hui! Lustig! Ja, da sind die Blitze, auf die ich gehofft hatte. Ich weiß, was mein Pfand wird. Da wurdest du geblitzt, ne? Oh, guck mal! Da, da, da! B drücken. Also springen. Du musst springen. Oh, guck mal, da ist was für uns beide. Dum, 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 dum. Warte mal, können wir die Wolken kaputt machen? Nein. Ich brauche ihn! Bruder, komm her! Habe ich die Dinger angezogen? Bruder, komm her! Boing. Ich find's lustig. Jedes Level ist besonders. Man kann nicht sagen, dass es langweilig wird. Das war eine fiese Falle. Ui! Er hat sich ausgedacht, die Flagge so hoch zu packen. Nein, da ist ein L an der Flagge. Was steht denn hier auf dem Schild? Ja, das habe ich schon gesehen, dass man das anpassen kann. Bruder, kommst du? Bruder? Ich kann mich nicht bewegen, wir müssen mal schauen. Nee, hä? Okay, jetzt ging's. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los war. Vielleicht hatte das Programm ein Leck. Ich habe mittlerweile mir die Titan 2 angeschafft. Und das macht Sunny mehr oder weniger das Leben leichter und schwerer zugleich. L3 Güldenfälle. Warte mal, eine Sache eben kurz. Das war es nicht, was ich wollte. Ich will das auf die andere Seite packen. Oh, es scheint sich Besucher eingefunden zu haben. Ich sollte sie begrüßen. Du musst drücken. Die Welt sieht interessant aus. Oh ja. Warum kriege ich Hunger? Welt 3, Güldenfälle. Dafür sind die Güldenfälle. Ich habe mal gehört, dass es die ganze Wasser für einen Königsamt geben soll. Falls du nicht mehr weißt, wo du gerade bist, kannst du die Karte aufrufen. Das ist uns klar. Haben zwar über einen Monat nicht gespielt, aber ist uns klar. So, jetzt kriegen wir wieder irgendein Abzeichen geschenkt wahrscheinlich. Dass wir hier 100 pro brauchen. Wahrscheinlich. Oh, wenn das nicht unser Prinz ist. Ich heiße dich an den grünen Felden willkommen. Hier erwartet dich eine wahre Kaskade an Prüfungen. Bist du bereit, dich ihn auf die Probe stellen zu lassen? Dich von ihm auf die Probe stellen zu lassen? Es wird nicht leicht werden. Deine Aufgabe ist es, den höchsten Punkt des Wasserfalls zu erreichen. Dort findest du den Königssamen.
Der Poplin ist meiner, der Florian ist deiner. Mal, könnten wir den Teil nicht einfach... Ja, ich weiß. Ich habe gerade ein Like, deswegen konnte ich nicht alles lesen. Moment mal, könnten wir den Teil nicht einfach überspringen, wenn wir es dann gleich bekommen? Keineswegs, so sind die Regeln. Und die gelten auch für unseren Prinzen. Nur wer an der Herausforderung meint, darf die Königsarm sein eigen nennen. Jedoch gebe ich dir etwas, das dir auf deiner Reise nützlich sein soll. Ich erwarte dich weiter oben am Wasserfall. Ich glaube an dich. Guck, einer glaubt an uns. Wir sind einer, du, ne? Und es sind nicht wir. Einen Moment. Irgendwie müssen wir es auf all diesen Wegen das Ganze nach oben schaffen. Mal überlegen, welches Abzeichen könnte sich am besten besser eignen. Ja, das ist ganz ich glaube nicht der Delfin-Kick. Ich glaube, wir sollten den höheren Sprung jetzt nehmen. Kommt drauf an, wenn wir die Abzeichen hochschwimmen müssen. Nehmen wir sich halber erstmal den Schwebesprung. So, was hat denn der Laden hier? Der hat bestimmt auch wieder was Schönes Neues. Auf jeden Fall schon mal den Wundersamen kaufen. Ach, der hat aber hier nichts. Ach komm, kaufen wir mal. Ja, kaufen wir uns mal 4 Packs. Kann es nicht genügend haben. Vor allem, wenn das erste Speziallevel wiederkommt. Dann gehen die eh alle weg. Oh nee! Das ist wieder so eine Suchquest. Ich glaube, hier wäre egal, was wir ausrüsten. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie nicht allein findest, suche zusammen mit Freunden. Ich sehe uns wieder Stunden sucht und dann ist der letzte so doof versteckt. Och man, mit unsichtbaren Blöcken. Ich hau einfach mal random hier in die Luft, ne? Ich glaube an dich, Bruder. Da ist ein Block. Da ist auch ein Block. Ich habe eine Schwebeplattform aktiviert. Da war was! Hat funktioniert. Ich habe es so gemacht, ich bin von der schwebenden Plattform ausgesprungen. Bin einmal abgebounced und dann habe ich mich hochgekämpft. Ja, ich habe dann das mit dem Drehen die ganze Zeit nach links gemacht. Schwebesprung war richtige Entscheidung. So, wo sind die unsichtbaren Plattformen? Da nicht. Wir haben sogar eine Münze übersehen, wie es scheint. Wahrscheinlich hier irgendwo. Wenn das war ja die vierte, dann muss es da drunter gewesen sein. Wenn das die vierte war. Mal reingehen und nochmal neu gucken. Rätsel der Leere. Ich wusste ja gar nicht, dass ich rausgehen kann. Ich dachte wirklich, wir haben jetzt hier nachher die Möglichkeit. Vielleicht ist der Klimmsprung hier besser. Ja, gut möglich. Ich sehe mich nicht, ne? Jetzt sehe ich mich. Ah, guck mal, die Plattform haben wir übersehen. Jetzt wissen wir, was fehlte. Jetzt wissen wir, ob wir eigentlich hochkommen sollen. Aber guck mal, das ist Münze Nummer 4.
Wahrscheinlich da, wo die eine Schwebeplattform nach links und rechts geht. Da ist irgendwo eine versteckte wahrscheinlich. Möglich. Da kann ich vorher nicht springen, weil... Oh nein. Hui! Erlebt. Na komm. Ich bin da drauf gelandet. Über mir war was. Ja, da müsste jetzt hier oben doch auch was sein. Dani? Hapsel! Bestimmt hier auch wieder zwischen versteckt. Guck mal oben. Ja. Ja, war's und ich war genau drin. Hat doch funktioniert. Es gab keine Probleme. Nicht ein einziges. Hello. Wir sind auch nicht ein einziges Mal runtergefallen. Wir haben es first try geschafft und sind nicht einmal runtergefallen, genau. Ich glaube, das sind mindestens 5 bis 10 Minuten, die ich da wegschneide. Du musst nichts schneiden, wir haben doch first try geschafft. Hüpfertest, es darf gehüpft werden. Die Dinger sehen lustig aus. Okay, die Dinger hüpfen. Und sie tun weh, wenn man drauf kommt. Ja. Das wäre damit dann geklärt. Darf man auf den spinnen? Nein. Mein Gott, springen die hoch. Ich glaube, die springen mit uns. Ja, das sind wie diese Hüpfmäuse. Die springen mit uns. Die machen dich nach. Ja, der sagt sogar noch mal extra für uns. Also wenn wir hüpfen, egal wer von uns, dann hüpfen die mit uns. Au! Heslons. Ja, ich rechne auch nicht damit. Oh, hier ist was, hier ist was. Ich rechne auch nicht, dass die von unterhalb der Map kommen. Ach, diese Musik liebe ich. Magst du die erstmal wegmachen? Wenn es sein muss. Und jetzt kommt hier nochmal einer hoch. Oh. Ich trigger sie und du schießt. Ja gut, bei dem von oben musst du dir selber das Timing, glaube ich, machen. Das ist, glaube ich, besser. Ich glaube an dich. Okay. Ich warte drüben. Ich muss nur einfach wieder auftauchen. Ja, oh. Ich darf groß werden. Also da, wo die Hölzer sind, kommen die safe raus. Ja, wenn da schon eine Plattform für die extra bereit steht. Oh. Okay, jetzt kann ich helfen. Will man nach oben? Hm? Okay, da ist die Münze drauf. Der eine, der hüpft freiwillig von sich aus. Oder drückst du die ganze Zeit? Nee. Ich hab nicht dran gedacht. So, was hat. Hier ist der Weg hoch. Oh, da rechts ist die Münze. Hüpf mal, ich renn durch. Boah, wir müssen die sogar dazu zwingen, aus dem Weg zu gehen. Ja, an den kommt man schwer dran. Ich habe ihn aber noch gerettet bekommen. Um Gottes Willen, die zerstören die Map. Okay, ich werde zum Geist.
Magst du dir vielleicht erst den Pilz geben, bevor du weitergehst? Hilfe! Um Gottes Willen! Da ist der Samen. Heslon. Ekelhaftes Vieh. Na, guck mal. Wir werden sonst auch hier raus. Okay, ich weiß, wie das funktioniert. Trigger sie mal. Wir müssen triggern und dann drauf springen von hier aus. Warum sind sie jetzt nicht alle gesprungen? Warten. Warten, bis die alle oben sind. Abs! Ja, okay. Dann kann ich jetzt einfach, dann muss ich mir das jetzt nicht an, um zu sehen, zu kommen. Da hatten wir doch ein interessantes letztes Level für diese Folge. Keine Sorge, wir machen eine Aufnahme-Session, Leute. Aber wie ich ja gerade sagte, das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Das tun wir uns beim nächsten Mal an. Oh, guck mal, da ist jemand. Wir sind wieder erschienen. So viele Stacheln und doch so wenig Angst. Du bist sehr mutig. Kommentiert ihr das jetzt immer? Ich habe Angst, dass er das tut, ja. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch der heutige Part gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao.